Ich denke, der Sieger des heutigen Geburtstagspotristems ist Hans aus Stuttgart! Sieger? Poetry Slam? Jetzt aber mal ganz langsam, der Reihe nach und zurück zum Anfang. Wir haben dann am 19. Dezember 2003 den ersten Poetry Slam organisiert. Wir haben dafür etwa 200 Plakate aufgehangen, 2000 Flyer verteilt. War ein Riesenerfolg, waren etwa 170 Leute da beim allerersten Poetry Slam. Konnten damals mit dem Ansatz irgendwie Fahrtkosten zahlen oder ähnliches. Das Ganze hat einen Push bekommen, natürlich durch dieses WDR-Format, Poetry Slam, ganz klar. Das ist mittlerweile überhaupt in Deutschland gesprochen wird drüber. Vor einem Jahr etwa war der damals zweifache deutsche Meister im Poetry Slam, Marc-Uwe Kling, zum ersten Mal bei Stefan Raab gewesen, wo dann auch die große Pro-7-Gemeinde, die skeptische große Pro-7-Gemeinde gesehen hat, dass es vielleicht noch was anderes gibt als 0815 Comedy. Dein Kind. Du nimmst es aus der Krippe, Blut von deinem Blut, der Regen am Fenster. Natürlich, schließlich ist das Jahr noch jung und der Wind spielt mit den Ästen und das. Sicherlich gab es auch in Trier mal gute und mal schlechte Zeiten. Von 0815 konnte jedoch nie die Rede sein. Aber was ist bei den rund 50 Veranstaltungen besonders aufgefallen? Highlight in einer bestimmten Form, die fast schon skurril war, waren Poetry Slams im zweiten Jahr oder im ersten Jahr auf der Landesgartenschau, die nicht funktioniert haben, weil diese Kulturgartenschau durchaus kulturelle Highlights geboten hat, aber die dann teilweise gar nicht so angenommen worden sind als solche. Highlights war jede Stadtmeisterschaft, ganz klar. Geil ist es wirklich, dieses Wort darf ich benutzen, ist es, dass dann wirklich die Größten der deutschsprachigen Poetry Slam Community nach Trier kommen. Das ist total toll. Ich meine, Trier liegt nun mal am Rande von Deutschland und es ist ein Unterschied, ob man in Düsseldorf slammt oder in Trier. Unmengen an Nüssen! Eich! Hörchen! Eich! Hörchen! Sieg! Ja. Trotz dezentraler Lage wird in Trier fleißig weitergeslammt. Ändert sich denn nun nach 5 Jahren etwas oder bleibt alles beim Alten? Der Poetry-Slam wird weitergehen in der gehabten Form, ganz klar. Es gibt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, mittlerweile weit über 100 Poetry-Slams. Wir werden Zusammenarbeiten ausbauen, auch mit dem Verein Selbstredend e.V., Slam-Reviews machen, Poetry-Slam weitermachen und daraus wird sich weiterhin ganz viel entwickeln. Wir werden diesen Quadropolen-Slam weitermachen, wir werden weiter versuchen, zweisprachig zu arbeiten, grenzüberschreitend zu arbeiten. Luxemburg, ganz klar, werden wir weitermachen. Wir versuchen auch in Metz nochmal was zu machen. Und ich denke, Wittgenstein sagte mal, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und diese Grenzen muss man immer weiter nach vorne schieben. Reise mit meinen 7 km/h davon und die rede ich ungefähr so. Wer an vorderster Front die Grenze mitverschieben will, hat am 21. Februar Gelegenheit dazu, wenn es in der Produktion am Dom wieder heißt: Verbum Varium Treverorum. Spaß, wenn ich alt bin. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr hier wart. Es war geil, Dankeschön. Kommt gut heim.